Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Nach der Achterbahnfahrt im Pokal gegen den SC Freiburg mit dem so bitteren knappen Aus im Elfmeterschießen steht ein emotionales Reha-Programm in der Lausitz auf dem Plan. Wollitz zunächst gut gelaunt mit Christian Neidhardt, seinem Kompagnon. Beide spielten 2 Jahre zusammen beim VfL Osnabrück von 88 bis 90. Wer ist der Frühaufsteher in dieser Partie? Strelli Mamba, aber der wird zurückgepfiffen. Der umworbene Stürmer ärgert sich. Die Ästhetik hätte belohnt werden müssen von Zimmer, denn das war gleiche Höhe. Fälschlich zurückgenommen, der Treffer vom Assistenten. Energie Cottbus in der Folge wie die Berufsfeuerwehr am Werk. Strelli Mamba erneut, der sein Tor wo einsetzen kann und dann abgeräumt wird von Jeroen Gies. Ein ganz, ganz klarer Elfmeter. Wieder legt sich Mamba die Kugel zu weit vor und deswegen nur die gelbe Karte, nicht die Verhinderung einer klaren Torschance. Denn Mamba hätte diesen Ball wahrscheinlich nicht mehr erreicht. Es war Zeit für die Helden vom Punkt. Fabio Vitariti, das 2:2 erzielt gegen Freiburg im Pokal, kann das heute erneut vor heimischer Kulisse. Er kann es! 1:0 für den FC Energie Cottbus. Die Lausitz tobt, die Mannschaft hat sich anscheinend erholt. Zumindest der Frühstart ist schon mal aufgegangen. Das Problem ist, der Gegner spielt auch noch mit. Der SV Meppen kam in der Folge immer besser in die Partie. Cottbus zog sich zurück und Krämer mit etwas zu viel Gewalt. Da war mehr drin. Hätte er den Ball mit etwas mehr Gefühl, nachdem er die Steilvorlage von Stein, der den Ball abfälscht, bekommt, geschossen hätte, wäre auch hier mehr resultiert. Wollitz regt das natürlich auf. Dr. Jekyll bei der Arbeit. Bald hat er sicherlich auch wieder Therapiestunden zu vergeben. In der zweiten Hälfte sollte es nicht ruhiger werden, denn Granatowski hat Zeit und Platz und Raum. Und was für ein Strahl und was für ein Tor, dachten alle. Aber der Schiedsrichter nimmt auch diesen Treffer zurück. Und erneut ist das eine Fehlentscheidung. Wembley war gestern das Stadion der Freundschaft, ist heute eigentlich der klare Ausgleichstreffer von Nico Granatowski. Meppen musste also weiter arbeiten, jedoch nicht nach vorne, sondern nach hinten, weil Weidlich, der Formel-1-Bolide, seine Schnelligkeit einsetzt. Und der hat ja noch so einen Kompagnon da vorne, nämlich Strelli Mamba. Und der schießt das 2:0. Aber wieder hat der Schiedsrichter was dagegen. Der Schiedsrichter spielt den Spielverderber. Und zu Unrecht erneut eine Fehlentscheidung. Aller guten Dinge sind 3. Heute hört sich das Motto plötzlich ganz anders an. 90. Minute. Der SV Meppen doch einmal mit der allerletzten Möglichkeit. Ein Ausgleich wäre verdient gewesen. Die hatten mehr Spielanteile. Die haben das Spiel dominiert. Die hatten den Ball in der zweiten Hälfte. Aber irgendwie wollte er nicht hinter die Linie. Dann nochmal die Möglichkeit. Und auf der Linie gerettet. Nochmal auf der Linie. Und da ist der Ausgleich 1:1. Nico Granatowski. Gibt es doch einen Fußballgott? Anscheinend schon. Granatowski überwindet den Pakt mit dem Teufel und irgendwie kriegen sie mit einer Kollektivleistung den Ball hinter die Linie. Spajic konnte den Treffer nicht verhindern. Ich denke, dass wir über die 90 Minuten die bessere Mannschaft waren. Wir wussten, dass Cottbus 120 Minuten in den Beinen hat. Und gut, am Ende kann man dann sagen, dass es glücklich ist, aber ich denke, das verdient weiter Ausgleich. Der Zeitpunkt macht es natürlich immer ein bisschen frustrierend, aber ich glaube, wenn man diese 90 Minuten nimmt, dann hat Meppen hier auf jeden Fall einen Punkt verdient. Und klar freut man sich oder würden wir uns gefreut haben, wenn wir das über die Zeit gebracht hätten. Aber wenn wir ehrlich zu uns selber sind, dann ist der Punkt halt heute okay. Nach dem Spiel baute Pele Wollitz die Granatenwerfer wieder auf. Ein Déjà-vu, genauso wie am Montag. Wieder der Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit. Seine Mannschaft bekam ordentlich ihr Fett weg vom Trainer. Emotional wie eh und je, so kennen wir den Mann. Meppen wiederum, da feiern, gefühlt sind sie der Sieger. Das 1:1 haben sie irgendwie noch über die Zeit bringen können. Die rund 1000 Meppener, die mitgereist sind, dürfen sich freuen.